Hallihallo und willkommen zurück zu Mountain Blade with Fire and Sword. Das können wir hier wegmachen. Wir erkunden gerade hier die Preise. Oh, und wir finden einiges. Was ganz gut ist, wir brauchen uns das alles nicht durchlesen, da das dann automatisch da gespeichert wird. Wir müssen jetzt nur zum Bürgermeister gehen. Handelsbeziehungen, Karawane. Und dann nehmen wir das Wertvollste erstmal, nämlich Werkzeug für 237. Wir nehmen doch was anderes, denn das bringt uns nicht viel ein. Wolltuch, 145. Nach Krakau, das bringt ja Kohle. Eine kleine, 4 Wächter, fertig. Krimkhanat hat moskauisches Zarenreich den Krieg erklärt. Warte auf mich. Das ist schön, Krakau ist auch nicht so weit. Denk nicht mal dran, Rebell. Weiter, schön weitergehen. Gleich sind wir da. Nur noch ein Stück. Komm schon. Ja. 1387 Profit. Jetzt haben wir schon 1800. Auf nach Krakau, die nächste. Was sind die? Lemberg. Das ist ganz... Lemberg ist ganz nah dran. Lokale Preise. Ich wollte ja auch mal gucken, wie viel so eine Luxusgüter, Wertvollgüter, Dingensbummens... Genehmigung kostet. Fragen wir doch gleich mal beim Bürgermeister nach. Ich möchte einen Gewerbeschein beantragen. 2500. Das ist mir zu teuer. Was nehmen wir denn? Bier ist immer gut. 58. Na, ist doch nicht gut. Handelsbeziehungen, Karawane, Mehl. Werkzeuge. Ich will das gar nicht. Honig, 169. Na gut, nehme ich mal das. 1045 hat uns das gekostet, merke ich mir jetzt mal. 1045 hat es gekostet. Und ich bekomme 1201 zurück. Das sind alles noch Kleckerbeträge, weil ich hier noch diese 5% zahlen muss. Aber so macht man nun mal nach und nach Geld, ne? Marktplatz, lokale Preise. Das können wir jetzt hier eine ganze Weile lang treiben, damit wir ordentlich Kohle bekommen. So, hier gibt es doch schon mal einige schöne Sachen. Bürgermeister, Handelsbeziehungen. Ich möchte eine Karawane losschicken. Wolltuch 177. Wolltuch. Eine kleine, 4 Wächter. Ich nehme eigentlich immer 4 Wächter. 2 sind zu wenig, aber 6 sind mir zu teuer, also bleibe ich bei 4. Und zack, wieder ein bisschen Kohle drauf. Jetzt haben wir schon 2100. Und mit jedem Geldstück, das wir mehr bekommen, können wir vielleicht auch eine größere Karawane losschicken. Irgendwann haben wir dann riesengroße Karawanen, die uns so viel Asche einbringen. Bürgermeister, Handelsbeziehung, Karawane, Werkzeug. Werkzeug bringt uns nicht viel. Bier 68 bringt uns auch nicht viel. Mehl 49. Ah, hier haben wir jetzt nichts mehr, das wir verkaufen könnten. Reiten wir mal nach Warschau. Mal sehen, was es da noch für Güter gibt. Warschau. Marktplatz, lokale Preise, weiter. Hoffentlich kommt was Schönes bei raus. Na, hier sind schon mal viele wertvolle Dinge. Bürgermeister, Handelsbeziehung, Karawane. Fangen wir erstmal mit dem Mehl an. Und ändern das. Dann nehmen wir jetzt das Bier. 52. Krakau, na, das ist nicht viel Gewinn. Werkzeuge. 200 irgendwas. Ach, das brauchen die alle nicht. Eisen. 213. Was sind denn das für Handelsdinger hier?
Da kann man ja gar keinen richtigen Gewinn mitmachen. Probieren wir es mal bei den guten alten Schweden ab nach Königsberg. Jetzt gibt's Klopse. Jetzt gibt's auf die Fräse. Damn. Ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann so 50.000 Taler haben. Dann können wir mal riesige Karawanen losschicken, die uns Gewinn vom Feinsten einbringen. Wo lauft ihr so schnell hin? Ach ja, hier, meine polnischen Söldner haben ja jetzt nur Pistolen dabei. Die muss ich mir auch irgendwann noch ausrüsten, aber ich habe ja noch ein paar Schweden mit hier. Hauptsache Schusswaffen. Das hört sich doch schön an. Musik in meinen Ohren. Jetzt reicht's mir, Pistole raus und vorwärts. Getroffen. Wer will Ärger? Ihr wollt Ärger. Ah, ich will auch auf irgendwas ballern. Ich will euch alle aufschlitzen. Boah, da flog er. Erledigt. Dam, da-dam, dam, dam, da-dam, dam. Oi, viele Waffen. Die lassen sich super verkaufen. Dam, 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 dam. Da, 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 dam. Ich kann meine Leute verbessern. Das ist doch schon mal was. Königsberg, gib mir deine Klopse. Wir erkunden erstmal ganz gemütlich die lokalen Preise. Dann gehen wir selber zum Gemischtwarenladen. Verkaufen erstmal den ganzen Rotz hier. So, und jetzt habe ich nämlich gerade gesehen, vor der Stadt hier. Oh, die haben aber einige Leute. Können wir noch ein paar Söldner in der Taverne schnell anheuern? Irgendwas Gutes mit Knarren am besten. Was soll ich mit dem Pikenier hier? Inkri, willkommen zurück. Da 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 dam dam da dam. Na gut, wir nehmen die mal mit. Die sehen ja zumindest ganz gut gerüstet aus. Die Inkri ist gut, weil die nämlich eine gute Händlerin ist. Da können wir für unsere Karawanen gute Preise rausschlagen. Haltet an, ihr braver Mann. Gebt mir augenblicklich euer Gold und eure Wertsachen. Wollt ihr uns berauben? Natürlich will ich euch ausrauben. Jetzt rückt schon eure Güter heraus. Oh Mann. Das Kosakenhetmanat wird langsam ganz schön unser Feind. Aber was soll's. Vorwärts, macht sie platt. Alle Schützen. Und alle Offiziere. Da ihr Waffen habt, bleibt ihr hier. Lasst die Infanterie ruhig nach vorne. Sollen die ein bisschen nach vorne werkeln. Ah, das war nichts. Immer schön feuern. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Vorsicht, Pferd. Da-dam, da-da-da-da-dam, da-dam. Ah, wie soll ich euch da hinten denn treffen? Ich nehme mir lieber meine Knarre. Das war vorbei. Und zwar gründlich. Oh, haben die viele Leute. Hätte ich nicht gedacht. Irgendwas muss ich doch treffen. Das gibt's doch nicht. Voll einen Headshot gegeben hier. Ich kümmere mich drum. Die haben ganz schön viele. Ich tue, was ich kann, aber ihr müsst auch ein bisschen helfen. Ich kann das ja schlecht alles alleine machen.
tu, was ich kann. Ich tu, was ich kann. Wirklich. Autsch, mein Pferd hält nicht mehr viel durch. Genau zu sein, gar nichts mehr. Ach, du Heilige. Kommt schon, ich habe euch nichts getan. Jetzt haben sie mich doch erwischt. Ihr geratet in Gefangenschaft? Und muss hier in Königsberg verrotten. Ach nee, die nehme ich wieder mit, das ist aber nett. Dass ihr mich mitnehmt, gefällt mir. 19 Leute haben die noch und ich stehe ganz alleine da. Nicht gerade das, was ich mir gewünscht hätte. Und ich habe auch keine Waffen mehr, die haben mich entwaffnet. Schweine. Da kann ich mich ja jetzt gar nicht wehren, wenn ich angegriffen werde. Ich muss hier hin. Wird zwar belagert, aber was soll's. Rein da. Ich brauche sofort eine Waffe. Ah, die haben natürlich nur Rotz. Dann hätte ich zumindest gerne ein paar Leute. Ah, was soll ich nur tun? Was soll ich nur machen? Ich brauche Söldner. Die Schweden haben eigentlich ganz gut bewachtes Land. Versuche ich bei ihnen mein Glück. Und kämpfe mich zum Söldnerlager durch. Yeah. Einige Soldaten, Sharpshooter. Einige Soldaten, Sharpshooter. Einige Soldaten, Sharpshooter. Das sollte erstmal genügen. Jetzt habe ich nämlich selber gar nicht mehr so viel Geld, wie ich gerne hätte. So, Reval. Marktplatz, lokale Preise erkunden. Jetzt habe ich ja auch meine Händlerin wieder verloren, ne? Also, alles läuft, wie ich es gerne hätte. Ah, hier gibt es schon mal viel. Zack, zack. Salz 165. Keiner will Salz. Töpferwaren 57. Keiner will Töpferwaren. Räucherfisch 14. Keiner will den Rotz. Was ist das? Ich habe doch hier ganz viele Händlersachen gefunden. Müssen wir doch woanders hin. Riga, ich komme. Zack, zack, los. Müssen wir das eigentlich jedes Mal machen oder steht das vielleicht dadurch, dass wir ein guter Händler sind, automatisch da? Sollte man mal rausfinden. Eine Karawane, 75 Töpfer. 75, naja gut, besser als nichts. Eine mittelgroße Karawane, das ist doch nett, mit 4 Leuten. So gefällt mir das. Kostet mich auch gar nicht so viel. Und da sind wir auch schon da. Das hat mir wunderbar Geld eingebracht. Dam, dam, dam. Und jetzt versuche ich es einfach mal so. Öl, 261. Ja, das steht automatisch da. Sehr schön. Na, das ist mir aber ein bisschen wenig. Trauben. Nach Riga. Dam, da, da, dam, 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 da, da, dam, 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 dam. Hat ja nicht unbedingt viel eingebracht, aber hey, immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Bürgermeister. Handeln. 369 bringt hier nicht viel. 25. Oioioi. Oi, oi. Eine riesige Karawane. Wieder mit 4 Leuten. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. So sieht's aus. Wunderbar, die Kohle kommt langsam rein. Wir werden noch richtige Meisterhändler. Beim nächsten Mal werden wir auch sofort damit weitermachen, damit wir hier ordentlich Kohle ranschaffen können. Wo hatten wir uns denn damals Geld geliehen? War das nicht sogar hier? Muss ich mal gerade gucken.
Nee, das war Darlehen. Weil ich würde das ja schon gerne zurückzahlen. Aber ich glaube, das war hier hinten dieses Polotsk. Na, wir werden sehen. Irgendwann werden wir schon noch herausfinden, wem wir Geld schulden. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Macht's gut.